Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Destiny 2. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Wir spielen jetzt auf dem Planeten Titan die nächste Quest, beziehungsweise wir sind ja jetzt in der Questreihe Der Feind meines Feindes. Und diese Mission heißt jetzt Chancen und Möglichkeiten. Finde den Methanreaktor fürs Loane vor dem gefallenen Captain. Empfohlene Powerstufe 220 geht eigentlich noch, da hatten wir schon Schwierigeres. Wir sind auch gleich in der Nähe. Ich brauche nicht so weit laufen. Die Mission startet jetzt. Dank euch ist der Reaktor online und wir kennen seinen Standort. Ich schicke euch die Koordinaten. Das Problem ist der gefallenen Captain. Er war uns immer einen Schritt voraus. Dann schlagen wir schnell zu. Finde den Reaktor. So heißt das hier. Und hier war ich ja natürlich schon tausendmal, schon aufgrund einer oder mehreren Dämmungsstrikes etc. Also ich komme dann doch schon häufiger, wenn man Destiny länger als, sag ich mal, 20 Stunden spielt, ist man hier wirklich öfters. Aber ist nicht meine, wie sagt man, Favoritengegend hier. Also eigentlich mag ich den Titania, also den Planeten, nicht so sehr. Es gibt bessere. Da war der komische, den wir hier schon verfolgt haben im letzten Video. Also die Questreihe habe ich bereits schon im letzten Video angefangen. Also falls ihr das verpasst habt, gerne nochmal vorbeigucken. Vorgehende Video einfach. Ihr seht das ja an die Zahl, an die Ziffer, die ich ja noch unter jedem Video hinschreibe. Also ganz praktisch. Falls ihr nicht wisst, welches Video jetzt als nächstes kommt. So, es wird jetzt, die Markierung wird jetzt hier hinten angezeigt. Also wir sollen immer noch den Reaktor finden. Aber es gibt ja eh nicht so viele Wege hier. Seien die Entwickler haben was Neues reingequetscht. Oh, Wiedereinstieg ist eingeschränkt, das heißt wieder viel Schießen. Wieder ein Servitor. Lass mal einfach sterben. Mit meiner Impulsgranate kein Problem. Ja, die ist wirklich schon sehr nice. So, hier herrscht auch ein bisschen Krieg. Ja, wir könnten uns jetzt ein bisschen einmischen oder einfach durchrennen. Ich weiß es nicht. Wir tun jetzt erstmal ein paar kalt machen. Dann sehen wir weiter. Just for fun. Oh, hier kommen Bomben. Leger, sage ich jetzt mal. Da muss man ein bisschen aufpassen, sonst verliert man ganz schnell Leben und dann letztendlich das ganze Leben. Da wir ja wieder Einstieg, einen eingeschränkten Wiedereinstiegspunkt haben, ist das hier momentan etwas schlecht. Ich mache jetzt aber trotzdem die Power, weil mir das jetzt auf den Sack geht. Ach, natürlich bin ich jetzt falsch gelaufen. Ah, den kriege ich jetzt in der Luft, oder? Doch, es hat ihn kalt gemacht. Da, das verstehe ich auch manchmal nicht. Warum das manchmal geht und manchmal nicht. Obwohl die in der Luft sind, wohlgemerkt. Also eigentlich Quatsch. Aber mir soll es recht sein. Dass man mit dieser Super auch Gegner Schaden machen kann. Die in der Luft schweben. So. Ja, es geht runter. Aber ja, da ist der. Der Myrax, der Verdammte, oder was das ist hier. Er hat wieder ein Schild aufgebaut. Den verfolgt man eigentlich hier schon die ganze Zeit. Müssen wir einen anderen Weg nehmen. Oh, und der ist natürlich vollgespickt. Ja, mit irgendwelchen tollen Fallen hier. Ja, wäre natürlich jetzt mühselig, wenn ich jetzt jedes einzelne kaputt machen müsste. Deswegen bin ich doch sehr erfreut, dass das hier alles doch irgendwie innerlich zerfällt. Ja. So. Gehen wir weiter. Oh, ist ja irgendwas.
so ein Zeitlupen-Modus ist ja drinne. Diese Blase. Mein Gott, das nervt aber jetzt trotzdem schon. Boah, auch noch nicht mal alle fertig gemacht. Oh. Ja, ich möchte eigentlich nicht so den Schaden erhalten. Aufgrund von Fallen, weil ich weiß ja nicht, was da für Gegner kommen und mir dann plötzlich den Lebensrauch ausblasen hier. Ja, brauchen wir nicht mehr schießen, sparen wir die Munition. Das Vieh ist sowieso Geschichte. Autsch, das muss wehgetan haben. Was war jetzt? Ich habe leider weggeguckt. Irgendjemand Schaden gemacht. Eingeschützt. Bleib weg damit, weil die machen mordsmäßigen Schaden. Ja, und die da auch, wenn die hier zu nahe kommen. Deswegen muss ich die jetzt schon vermeiden. Am besten abschießen. Ja, ich bin nur am Nachladen, ich weiß. Ich habe lieber mein Magazin voll. Das ist so eine Angewohnheit. Wieder ein Servitor. Gott, wir dürfen jetzt nicht sterben, Leute. Das wäre natürlich nicht gut. Weil jetzt bei so einer etwas leichteren Stelle ist natürlich extrem peinlich. Weil man hier dann die Kurve plötzlich abkratzt. Muss man ja mal so hart sagen, wie es ist. Ja, dass der Servitor natürlich wieder die anderen schützt. Das ist so ein ekelhaftes Standardverhalten. Das kann ich nicht tolerieren. Deswegen darauf eine Impulsgranate. Schade, dass der natürlich weggegangen ist. Oh, ich habe keine Munition mehr. Da ist noch jemand. Weg damit. Schon wieder so ein Ding. Oh, der ist ein bisschen größer. Wahrscheinlich für Ätherproduktion. Die schließen einen großen Servitor daran an, die dann den Output verdoppeln oder verdreifachen. Warum fragst du? Nur so. Ja, es könnte der große Servitor sein, oder? Lege ich damit falsch? Ja, jetzt habe ich meine Superpower eingelöst. Ach so, hier ist er. Komm, drauf. Ah, macht schon noch ein bisschen Schaden. Ah, der war fast tot, habt ihr das gesehen? Wo ist er? Hier, bam. Stopp. Warum stoppst du nicht? Oh, scheiße, ich sterb ja gleich. Aber jetzt Land gewinnt hier. Warum kriege ich hier so viel Schaden ab? Boah, da sind ja auch noch mal welche. Jetzt geht's ums nackte Überleben. Stopp. Es nicht fassen, dass der Captain uns voraus ist. Er ist viel cleverer als all die anderen Captains. Also, wirkliche Genies sind die jetzt alle nicht. Ja, deswegen ist er anscheinend Captain, weil er der Schlauste ist. Mögen wir die Schar oder die Gefallenen lieber? Ja, keine Ahnung. Ich würde es einfach ankommen lassen drauf.
glaube, die machen jetzt überhaupt keinen Schaden. Sich gegenseitig. Seht ihr das? Sieht nur aus, als ob die Schaden machen. Das ist ja schon ein Fake-Kampf hier. Können ja jetzt mal was machen, nämlich in eine Impulsgranate reinschießen. Dieser Captain hat uns ganz schön eingeheizt. Gibt nicht viele von der Sorte. Holen wir Sloans Reaktor. Nimm den Reaktor ein. Ah, das ist das Ding. Kommt hier raus. Hey Sloan, rate mal, was wir haben. Ist es ein Methanreaktor? Ich glaube, das war eher rhetorisch gemeint. Egal, wir bringen ihn rein. Ich freue mich auf eure Ankunft. Ja, damit waren die Mission abgeschlossen. Des Rattenkönigs. Freunde. Beziehungsweise Quest. Mission, Quest, etc. Ja, es gibt so viele Fachbegriffe hier. ja, was gibt's denn hier als nächstes? Mit voller Kraft kehre mit der Methanreaktor zu Sloane zurück. Das können wir ja auch gleich machen. Vielleicht ist das ja schon das Ende, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Das ist ja jetzt, also wenn es das Ende wäre, dann kommt ja bloß noch Bedanken und Tralala und dann hätte man die Questreihe schon abgeschlossen. Aber ich weiß es ja jetzt nicht, da ich ja alles hier zum ersten Mal spiele. Ich spiele ja nichts hier zum zweiten oder zum dritten Mal. Nein, 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 nein. Alles zum ersten Mal, wirklich so. So ist das. Wenn ihr das auch zum ersten Mal seht, dann geht's euch. Hüter. Wie mir. Dank dir gehören diese Stromausfälle der Vergangenheit an. Mit den Wellengeneratoren und dem Reaktor sehen wir Systeme aufleuchten, von denen wir nicht wussten, dass es sie gab. Heute hast du ein Stück goldenes Zeitalter zum Leben gebracht. Wer weiß, was morgen ansteht. Ja, das klingt wie das Ende. Du hast den Methanreaktor geborgen. Und damit weitere Stromausfällen vorgebeugt. Alle Systeme laufen, Sloane. Dank dir. Ja. Sieht wirklich so aus, als ob das jetzt schon war hier mit der Questreihe. Und ich mache noch die letzten paar Zeichen, gebe ich ihr. Und wir sind Stufe 24 geworden. Ja, mittlerweile geht das ja. Durch die Ersterweiterung kann man ja bis Stufe 25 steigen. Deswegen, falls ihr euch wundert. Wir gucken jetzt nochmal kurz rein. Mehr Quests gibt es hier nicht. Das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen hier für dieses Video, falls euch das Video natürlich gefallen hat. Ansonsten könnt ihr gerne auch Kommentare schreiben oder natürlich ein Abo da lassen, damit ihr keine Folgen mehr verpasst hier zu Destiny 2 oder zu den anderen Spielen, Let's Play Games, die ich hier mache. Hier ist auch einer gerade. Ich grüße Samstag 52, falls du mal meine Let's Play Videos siehst. Ich glaub's nicht. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.